Moin. Heute gibt es ein neues Review, nämlich zu einem Set, das am 01.01. dieses Jahres erschienen ist, also 2022, nämlich zum Lego Technic Batmans Batmobil. Der Name ist ja schon mal großartig. Ich hätte eher erwartet, dass das das Batmobil von Robin ist, aber es ist nun mal, wie es ist. Die Setnummer ist 42127. Das Set hat 1360 Teile und kostet laut UVP 100 Euro. Das ist die Bauanleitung. Ich habe das anhand der digitalen Bauanleitung gebaut. Die Verpackung ist jetzt nicht groß besonders. Man sieht halt auf der Vorderseite das Batmobil und auf der Rückseite einige Funktionen. Der auch noch nicht erschienen ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme. Das heißt, man hat eigentlich nur diese offiziellen Bilder als Vergleich für das Batmobil. Und jetzt unabhängig davon, ob das gut getroffen ist oder nicht, man kann halt wegen des Fehlen des Films noch nicht ganz so viel dazu sagen. Ich finde halt, dass das Batmobil so für sich gut aussieht. Und das war auch dann für mich so der Kaufgrund. Da sind auch mal die Funktionen. Und am Ende nochmal so ein Gewinnspiel. Es gab ein paar Ersatzteile dabei, nämlich die hier. Und auch ein paar Sticker, nämlich drei Stück. Und die sind alle im Cockpit aufgeklebt. Das heißt, wenn man das nur ins Regal stellen möchte oder so und man dann nicht groß reinguckt, dann würde ich sagen, kann man das Ganze auch gut einfach so ohne Sticker lassen. Das hier ist dann das Batmobil. Die Aufkleber sind hier im Cockpit drin, also hier haben wir einen. Und dann haben wir hier nochmal zwei Stück. Ich hoffe, das kann man so ungefähr sehen. Und also, wenn man das nur so von außen anguckt, fällt es halt nicht auf, wenn die fehlen. Das ist halt ziemlich egal. Und ich muss sagen, insgesamt gefällt mir das ziemlich gut. Das ist halt jetzt so ein bisschen, ich sag mal, typischer Muscle-Car-mäßig. Mich erinnert das auch fast schon eher an so Filme wie Mad Max, zumindest an die alten. Für den neuen ist da nicht genug Gross dran. Hier gibt es auch überall so noch Paneele, die das Ganze ein bisschen abrunden. Das hier an den Rädern finde ich ein bisschen komisch gelöst. Dass hier so ein Bogen ist, der quasi über den eigentlichen Bogen hinausgeht. Aber so von vorne finde ich, sieht das absolut gut aus. Und vor allem, komme ich da schon zu, nee, da warten wir nochmal. Das hier hat halt vor allem die Hauptfunktion, also oder die typischen Autofunktionen, man kann lenken. Der Lenkradius ist jetzt nicht ganz so klein, aber gut. Wahrscheinlich ist das vom Originalmodell auch nicht. So viele Autos haben ja häufig ein paar, ich sag mal, Modifikationen, die die Straßentauglichkeit ein bisschen einschränken. Dann haben wir hier Türen, die wir aufmachen können. Die sind auch relativ stabil da dran. Man kann das alles so ein bisschen umherstellen, wenn man möchte. Aber auch nicht großartig. Also, ich weiß nicht, ob man das als Feature aufzählen würde. Steuern ist hier halt mit so einem Drehrad oben. Und dann haben wir hier hinten den Antrieb, der auch ein Differential hat. Da können wir auch mal kurz von unten reingucken. Hier ist dieses neue Differential, also neu ist relativ. Also hier ist schon ein bisschen Luft drin, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das auch ordentlich verkleidet ist. Das ist deutlich besser als bei Doms Charger, wo ja gefühlt alles innen drin Luft war. Und hier ist halt auch so ein bisschen Technik drin. Also wir haben hier, wie gesagt, das Differential. Das geht dann hier hoch. Einerseits zu dem Motor. Da ist ein 10-Zylinder oder V10 Motor drin. Und das ist auch einer, wo sich die Kolben bewegen. Und vor allem sind die hier durchsichtig. Das hatten wir lange nicht mehr. Diese Kolbenauffassungen sind durchsichtig. Das heißt, man kann da reingucken, wenn die sich bewegen. Und man hat es auch schon gesehen. Da ist auch ein Leuchtstein drin, aber das werden wir uns dann gerne mal angucken, wenn es dunkel ist. Außerdem dreht sich hier hinten die Flamme, wenn der Wagen fährt. Das war jetzt schon der Großteil der Funktion. Wir haben aber noch eine, denn man kann auch hier vorne die Haube aufmachen. Das heißt, man kann hier auch reingucken und sich die Lenkung angucken. Aber ich würde sagen, dann kommen wir auch zum Highlight, nämlich zu den Leuchtsteinen. Hier sieht man noch mal so ein bisschen die schrägen Bautechniken. Aber das ist auch alles gut gelöst. Also das passt auch alles, ist auch ordentlich stabil. Man kann das bestimmt auch schlechter lösen. Oder auch hier hinten. Dieser Winkel hier, der ist schon relativ, also da muss ein kleiner Trick benutzt werden, damit das Ganze so im Winkel gebaut werden kann. Auch hier hinten finde ich dieses Design von den Rückleuchten gut. Die sind leider nicht beleuchtet, aber das ist hier halt so ein bisschen mit Strahlen, die dann so ein bisschen sich verjüngern. Aber wie gesagt, ich wollte mir jetzt ja die, oder ich wollte die Leuchtsteine zeigen. Das heißt, ich mache das hier mal ein bisschen dunkler.
Und den ersten kann man auslösen, indem man auf die Lenkung drückt. Und dann leuchtet das eben rot hinten. Und wenn sich dann noch der Kolben bewegt, ich finde, das hat einen ziemlich coolen Effekt. Also wenn sich die Kolben da drin bewegen, das rot leuchtet und man dann eben dieses rot scheinende, sich bewegende sieht. Großartig. Vorne haben wir auch noch einen Leuchtstein. Also insgesamt sind hier zwei Leuchtsteine drin. Den kann man hier im Führerhaus auslösen. Das werde ich gleich nochmal zeigen. Oder im Cockpit oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist dann hier vorne. So ein bisschen leuchtet das durch die, eben nicht Motorhaube, sondern durch die Gepäckhaube quasi durch. Erinnert vielleicht auch so ein bisschen an Kit aus Knight Rider. Ist auch ein ganz lustiger Effekt hier mit diesen schrägen Paneelen. Aber das ist bei weitem nicht so cool wie hinten im Motor. Aber ist auch nicht schlimm. Ist ja beides drin, ne? Und allgemein kann man mich halt mit so Sachen ziemlich catchen. Also mit einerseits Leuchtstein und andererseits eben auch unterschiedlichen Farben und so. Also das ist echt cool. Ich glaube, ich werde auch immer noch mal versuchen, das hier zu motorisieren. Zu Dom's Charger habe ich das auch gesagt, glaube ich, aber der war dann doch ein bisschen zu viel Luft drin. Das ist dann ein bisschen langweilig, aber ich glaube, hier werde ich das irgendwann noch mal probieren und auch dann möglichst viel Licht einbauen und so. Also das Modell hier, das spricht mich schon irgendwie ziemlich an. Die Radkappen hier sind auch noch ordentlich gebaut, also da ist überall so ein bisschen, sind auch ein paar Steine reingeflogen oder reingeflossen. Hier vorne auch, wie das hier mit den Griffen gemacht wurde, finde ich super. Hier diese Textur auf der Oberfläche. Das ist halt alles mit unterschiedlichen Sachen gelöst und das finde ich halt ziemlich schön an diesem Set. So im Allgemeinen finde ich ein sehr gelungenes Set. Für 100 € kann man sich das, finde ich, auch holen. Zumindest wenn man auf so Leuchtsachen steht. Und das gibt es auch schon günstiger. Also ich habe das hier bei Alternate mit 40% geholt, ungefähr. Und dann ist es halt für mich auch nicht mehr so fraglich. Und ich mag das halt auch, wie das hier hinten alles so ein bisschen, ich sag mal, industrialistisch designt ist, dass hier eben diese Kolben sind, die durchsichtig sind. Hier sind noch irgendwelche runden Teile, die sich zwar nicht drehen, aber das sieht halt alles so ein bisschen technischer aus. Und hier auch diese Metallrahmen, in diesem Fall natürlich Plastik, die das Ganze ein bisschen stabil wirken lassen und so, die auch so ein bisschen mit schrägen Bautechniken gebaut sind. Das gefällt mir alles schon ziemlich gut. Auch hier hinten sind so, also es sind auch viele verrückte Teile genutzt worden. Zum Beispiel hinten sind eben solche Zahnrad Stangen, die irgendwie noch so ein bisschen Textur bilden. Da ist dann so ein Lichtschwertstab davor gespannt. Hier hinten beim Motor sind so Zuläufe. Finde ich alles ziemlich gelungen. Und der Teilepreis ist ja auch nicht so schlecht. 1360 Teile für 100 €. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel das sind, aber das sind auf jeden Fall unter 10 Cent. Und damit finde ich auch okay. Aber gut. Vielleicht noch an die Leute, die blaue Pins nicht mögen. In diesem Fall sind die halt vor allem hier bei den Flammen und so. Also da kann man bestimmt auch irgendwie argumentieren, dass die da okay sind. Aber dann war es bis hierhin. Wie gesagt, ich werde da bestimmt irgendwann nochmal was zu machen. Also das Motorisieren oder so. Ich finde, das bietet sich einfach an. Auch mit dem ganzen Licht, das schon dabei ist. Das muss man dann wahrscheinlich durch andere Lichter austauschen. Aber da habe ich bestimmt schon ein paar coole Ideen. Aber das war's dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.